Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel 1 2023. Heute nach dem ersten Training direkt ins Qualifying rein, denn das erste Sprintwochenende steht an. Ja, Sprint in Baku. Ja, mal gespannt, wie es wird. Ah, Glück oder Pech. In dem letzten Rennen, wo ich ja erfolgreich Erster geworden bin. Mal gespannt, wie es jetzt wird hier in Baku. Ja, Strecken, die ich wenigstens kenne. Und auch bisher sieht es hier sehr, sehr gut aus. So. Weiter geht die wilde Fahrt. Schnellster Sektor. Bloß nicht wieder den Flügel anhauen. Das wäre richtig uncool. So. Erster Platz auf den Softs. Ah. Vorsichtig. Ja gut, Baku. Auch schöne Strecke, aber besser wie Monaco. Russell jetzt vor mir. Siebter. Vierter, dritter, zweiter, wieder erster. Wow. Okay. Keine Ahnung, was gerade abgeht. Fünfter, siebter. Alonso auf der 1. Warum bin ich denn auf einmal so schnell? So, Hamilton auf der 1. Auf Platz 8 jetzt gerade. Gucken. 8 wäre ich schon mit zufrieden. Und wir werden im Sprint von Platz 8 starten. Springen wir rein ins Rennen. Ja, und die Startaufstellung. Mercedes mit Hamilton auf der 1. Dahinter Russell, dann Leclerc, Verstappen, Sainz, Alonso. Auch nur auf Platz 6. Perez auf Platz 7. Ja, und dann folgen wir auf Platz 8. Ja, unser lieber Teamkollege auf Platz 21. Gut, da müssen wir uns mal überlegen, was wir machen. Aber starten wir mit dem Sprintrennen. Und da sind wir auch schon im Rennen. Zumindest im Sprintrennen. Ja, in dieser Folge gibt es dann auch natürlich noch das Hauptrennen dazu. Ja, Strategie 6 Runden auf den Softs. Und dann würde ich sagen, starten wir rein in das Sprintrennen. Ja, erstmal die Einführungsrunde, man kennt es. In jedem Gang zu schalten. Wir müssen vor dem Start sicher gehen, dass die Kupplung funktioniert. Ja, kennen wir doch, lieber Jeff. Auf Betriebstemperatur bringen. Aber der Motor darf nicht zu heiß werden, also pass auf, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird. Erstmal hier wieder ein bisschen umstellen. Da habe ich jetzt ein bisschen vergessen zu machen. So, schön auf Baku eingestellt. So, Reifen aufwärmen. Und dann hoffen, dass wir einen guten Start hinkriegen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Ja, ich werde jetzt mal gucken. Ich hatte ja im letzten Rennen, hatte ich gar nicht erwähnt, ein bisschen umgestellt an der KI-Schwierigkeit auf 95 runter. Aber man hat gesehen, von der Pole gestartet und von der dann den Sieg auch geholt. Klar, schön, viele Punkte, aber dann der Vorsprung natürlich viel zu gewaltig. Deswegen bin ich jetzt einfach mal ein Stück hoch auf 98, ansonsten kommt es wieder auf 100. Das war eigentlich angenehm. KI-Stufe 100. Aber warten wir es ab, was kommt. Ja, sind hier Platz 8. Im Sprint. Hier entscheidet sich heute unsere Position für das Hauptrennen. Gut. Dann lass mal die mal ein bisschen davon ziehen.
lassen das Feld wieder ein bisschen näher rücken, dann haben die halt kalte Reifen. Gut. Aber schön die Reifen hier aufwärmen. So. Sehr schön. Versuche einen besseren Start hinzulegen als die Fahrer um dich herum. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Position ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Ja, das ist klar, lieber Jeff. Und dann starten wir jetzt rein in das Hauptrennen bzw. Sprintrennen. Und los geht's. Direkt mal rüberziehen. Und ich würde behaupten, ein relativ guter Start. Und Leclerc, geh weg. Verwarnung, Kollision. Ja, der fährt mir doch rein. Ja, Verstappen, Hamilton, Russell. Gelbe Flagge. Gut. Vierter Platz im Sprint. Bisher. Mal sehen, was noch drin ist. Ja. Ja, ein Pünktchen wäre nice. Eine Sekunde hinter Verstappen. Nur ein Sekündchen hinter Max Verstappen und Co. Das lässt sich doch sehen. Na gut, jetzt müssen wir langsam machen. Ich glaube, wir sind ein bisschen schneller wie Max. Aber ich komme noch nicht vorbei. Okay, der Start war in Ordnung. Lass uns versuchen vorzurücken. Ja, dafür muss ich ja erstmal drankommen, lieber Jeff. Ja, das war knapp. Eine Sekunde hinter dem lieben Max Verstappen. So. Mehr Energie. Ja, wunderbar hier. 0,7. Versuchen wir mal ein bisschen Windschatten zu nutzen. Na, wir kommen näher. Na komm, wir lassen ihn ziehen. Ja, Verwarnung mit Verstappen, Kollision, willst du mich verkackeiern? Und wir sind vorbei. Wir sind an Max Verstappen vorbei. 2 Sekunden hinter Hamilton. Was ist plötzlich mit Mercedes los? 2,4 jetzt. Ja, da kann ich nicht mithalten mit den Mercedes. Mit Mercedes kann ich nicht mithalten. Die sind dann doch ein Ticken zu schnell. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Das war verkehrt. Wollte Zustand des Autos 1,9. Also wir kommen minimal näher an Hamilton. 1,7. 1,7 nur 1,6. Okay. Geht's dir gut? Da nehmen wir einen Rewind. Ja, komm. Das war blöd gelaufen. Blöd gelaufen, 1,4.
Gut, dass wir die Rückblenden haben. Nee, ich fahre jetzt nicht in die Box. Du bist auf P3. P3. Hamilton liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,6 Sekunden. Sie fahren mit 9 weichen Reifen. Verstappen hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 1,3 Sekunden. Gut, Sie wir fahren haben... mit 9 weichen Reifen. Okay, der Abstand zum Führenden beträgt 2,2 Sekunden. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du Gut. musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Aber man muss erstmal diese Sekunde kriegen, lieber Jeff. 1,1, ja. Ich komme nicht ins DRS-Fenster von Hamilton. Auch nicht genug Energie. Ja, nicht wieder gegen die Wand. So, vielen Dank. Okay, im Rennen würde ich jetzt da keine Rückblende, dann ist man halt ausgeschieden. Ja, da rutschen wir ein bisschen. Und jetzt komm, ab ins DRS-Fenster. Ah. 1,1. Ja, Abstand bleibt relativ gleich. Ich komme einfach nicht ins DRS-Fenster von Lewis Hamilton. Und auch nicht genug Energie. Da kommen die letzten 4%. Nutzen wir. Da hat er den Flügel offen. Und da ziehen die uns so weg jetzt. 324. Aber da greifen sie sich gegenseitig an. Komm, kickt euch raus. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 17,1 Sekunden. Russell bleibt noch vor Hamilton. Klar, der Kampf, der kostet beide viel Zeit. Sehr viel Zeit. Das heißt, wir können gleich vielleicht auch mal bei Hamilton anklopfen. Wenn wir Glück haben. Er ist gerade auf die Spitzenposition gefahren. Alles klar. Können wir nochmal anklopfen bei Lewis und bei George Russell. Also wir sind ebenfalls im DRS. Oh, das war eng. Wie früh soll ich denn bitte abbremsen, um denen nicht reinzufahren? Klar, so an die Spitze hoch. Wieder auf die 1. Wäre geil. Wären 10 Punkte. Ja. Glück gehabt. Nichts passiert. Na klar, hat er jetzt direkt genutzt. Aber wir müssten auch DRS kriegen. Aber im Messpunkt sind wir natürlich nicht drin in der Sekunde. Und da sind sie wieder weg. Ah, Mist, Mist, Mist. Ja, die ziehen uns gerade wieder so weg, die zwei. Durch den einen Fehler da von mir. Aber vielleicht haben wir Glück. Runde 5 von 6. Und die werden gleich nochmal, wird Lewis den George angreifen. Bedeutet dann für mich die letzte Chance nochmal anzuklopfen vorne. Wir halten Verstappen auch innerhalb des Sekundenfensters. Ich gebe hier gerade alles, um ranzukommen. Ah, leichter Quersteher. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,7 Sekunden. Ja, die sind weg, die zwei. Da kommt Max auch schon. Dieser kleine Quersteher gerade. Nach zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, von allen direkt genutzt. Okay, aber Platz 3. Angenehm.
So, Hauptsache, wir halten Max noch hinter uns. Ja, 2 Sekunden jetzt, Lewis weg. Den kriegen wir nicht mehr. Die zwei sind weg. Wir halten natürlich nur hinten den Verkehr auf. Ich glaube nicht, dass wir nochmal an Lewis und Russell rankommen. 1,7. Ja, die sind weg. Außer die fighten jetzt da nochmal richtig schön gegeneinander. Verstappen muss ja auch ein bisschen auf Leclerc aufpassen. Die letzte Runde läuft. Letzte Runde. Ah. Oh, das war eng. Und da kommt Max. Nutzt er meinen Fehler direkt aus? Nein, er nutzt nicht aus. Aber noch haben wir ein paar Kilometer in diesem Sprint. Wir waren mal 1 Sekunde weg. Max versucht es natürlich. Der will auch hier die Punkte mitnehmen. Ja, wieder leichter Quersteher. Ja, das ist hier ziemlich eng zum Überholen. Kaum Platz. Gut, die ersten zwei sind weg. Da habe ich keine Chance mehr ranzukommen. Die holen sich lieber den Doppelsieg. Sei denen gegönnt. Gutes Rennen gefahren. Aber ich möchte auch hier, ich glaube, 8 Punkte ist der dritte Platz. Hier mitnehmen in Baku. Wer weiß, was uns das Rennen bringt. Ja, und einen guten. Auch gleich hier müssen wir gut rauskommen. So. Die ganze letzte Energie jetzt aufbrauchen, die wir haben. Gegen Verstappen. Der hat nämlich bestimmt. Ja, der hat nochmal DRS. Oh, und das wird hart. Das wird ein Foto-Finish. Und wir haben einmal die Spur gewechselt und schaffen es noch vor Max Verstappen ins Ziel. Oh. Ich glaube, der Boss wird damit sehr zufrieden sein. Ja, ich bin der Boss, mein Freund. Oh, Glück gehabt. Fahrer des Tages. Was wollen wir mehr? Ja, komm, Podiumspass kennt man. So. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, ja. Die Konkurrenz noch weiter hinter 6 Punkte gab es. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ja, wo ist unser Kollege? Also ach, 21. Ein ja, die Rangliste. Wir bleiben mit 34 Pünktchen auf Platz 6. Nur 3 Punkte hinter George Russell im Mercedes. Alonso, Platz 7, ja, und die Konstrukteursmeisterschaft, Platz 4 an Aston Martin vorbei. Ja, McLaren ist eigentlich mein Hauptziel zu besiegen und natürlich auch die dahinter. Ja, aber Aston Martin, was wollen wir mehr? Starten wir rein ins Rennen. Ja, da starten wir schon rein ins Rennen. 10 Runden auf dem Medium, 8 Runden auf dem Soft. Ja, ab in die Einführungsrunde. Ah, alles wunderbar geklappt. Also konzentrieren wir uns auf das Einführungsrunde. Genau, lieber Jeff. Ja, wir starten von Platz 3. Haben ja hier einen guten Sprint hingelegt. Russell und Hamilton mit den Softs vom Start aus. Verstappen ebenfalls auf den Soft. Sainz ebenfalls Medium. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass Daruvala auch ein bisschen was dazugeben wird an Punkten mal. Denn ich kann hier nicht immer die ganzen Punkte einfahren fürs Team. Ja, ich hoffe natürlich auch hier in Baku auf ein Safety Car. Dass wir da vielleicht Safety Car Phase kriegen. Um den Reifenwechsel vorher machen zu können. Oh, oh, vorsichtig.
nicht schon in der Einführungsrunde alles kaputt fahren. So, Reifen sind aufgewärmt. Alles eingestellt. Wunderbar. Gut. Alles funktioniert hier. Alles wunderbar am Funktionieren. Gut. Funktioniert alles. Wir können starten. Mal sehen, wie die Chancen hier sind am Start gegen die zwei Mercedes. Auch gegen Hamilton Verstappen. Bin ich echt mal gespannt, wie das werden wird. So, nochmal ein bisschen hier die Reifen aufwärmen. Gut, alles wunderbar. Und dann geht es auch schon wieder zur Startzielgeraden. So, wunderbar. Nochmal schön die Reifen hier auf. Oh, Verstappen, was machst du da? Das ist verboten, mein Freund. So, wir starten auf der Innenseite. Das könnte unser Vorteil natürlich jetzt gleich sein, dass wir auf der Innenseite starten. So, optimal stehen bleiben. Perfekt. Ah, perfekt. Gut, ja. In die Box. In der 11. Runde. Ja. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Und dann werden wir in Zukunft mal gucken, dass wir auch da Ruballa ein bisschen gepusht kriegen. Aber erstmal geht es jetzt hier an den Start. Und das Rennen beginnt. Wir kommen sehr gut weg. Ja. Der Ton lässt hier gerade zu wünschen übrig am Start. Aber wir haben Russell geschlagen hier am Start. Ja. So. Jetzt müssen wir uns Hamilton krallen. Ah, die Mediums doch ein Ticken besser gerade das Gefühl als die Softs. Klar, ein Undercut mit den Mediums zu wagen gegen Hamilton ist Blödsinn. Bei 18 Runden gesamt. Mal sehen, was das Rennen so mitbringt. Ah komm, schön im Windschatten. Der bleibt ja hier fast stehen, der liebe Hamilton. Komm, gib Gas hier. Ah, bitte. Das war der Flügel. Und kostet natürlich gerade eine Menge Zeit. Das hat Zeit gekostet, der Einschlag. Ah gut, passiert. Müssen nicht in die Box dafür. Sonst hätte Jeff schon was gesagt. Aber wir müssen wieder an Hamilton dran. Ja. So. Hoffen wir, dass wir wieder ein Stück an Hamilton kommen. Boah, einen guten Topspeed, den wir hier haben. 1,1. Also wir kommen ran an Hamilton. Klar, der Einschlag, der hat uns gerade Zeit gekostet. Aber wir sind wieder ran. Mercedes ist auch nicht das schnellste Auto. 0,4. Wir gehen. Kann er kontern? Nein, er kann nicht kontern. Hamilton kann nicht kontern gegen uns. Wunderbar. Ah, schön, schön, schön. Kein Konter von Hamilton. Ah, ich muss mich dran gewöhnen, nicht immer so komplett aufs Gas zu treten. Auch nur mal Halbgas geben. Dann rutsche ich auch nicht so viel.
So, ja, ein bisschen Energie müssen wir gleich sparen. Und. Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus. Ich hab das Auto geschrottet. Gut. Ja, er bietet ja an. Oh, Mann, Mann, Mann. Wieso schrotte ich das Auto? Okay, eigentlich. Wisst ihr was? Wir haben das Auto geschrottet, deswegen sind wir auch so fair und beenden die Session ohne Punkte. Auto ist kaputt, man kann nicht immer einen Rewind nehmen. In Wirklichkeit ist es auch so, wenn man sein Auto zu Schrott fährt, ist es kaputt. Deswegen Session beenden. Und dann sehen wir uns gleich im oder so machen wir es. Ja, Mercedes gewinnt. Wir gehen mit leeren Händen raus. Leider, da ich das Auto geschrottet habe. Gut, passiert. Schauen wir uns kurz an, wie sich die Fahrerrangliste verändert hat. Die Situation an der Spitze. Okay, wir sind weitergefahren. Noch siebter Platz. Eine andere. Der Abstand hat sich verringert. Also okay, Stefan, sechs lass uns Punkte. Mal sprechen, wer heute zu den Kandidaten als Fahrer des Tages zählt. Oft zeigt der Fahrer, den ich wähle, ein besonders okay. Beeindruckendes Kunststück während ja. des Rennens. In diesem immerhin Platz 6. Solide und saubere Fahrweise Konstrukteursmeisterschaft. Kommen wir zu den Platz 5. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Und ebenso gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Und da Ruvalla, 0 Punkte, letzter Platz. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder im Büro. Und da sind wir auch schon im Büro. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir, wenn wir so die Session beenden, auch komplett ausscheiden. Ah gut, er ist weitergefahren. Ich würde gerne hier 2 Tage was machen. Aufbau. Ja, wir machen Gewichtetraining. Und dann gucken wir mal in die FE-Abteilung. So, wir haben 2235 Punkte. Was könnten wir am Chassis machen? Ja, die Rolldämpfer. Bringt uns ein Stück weiter nach vorne. Ist noch vor Italien fertig. Sehr gut. Die Zündanlage ist fertig. Noch besser. Ladeluftkühler. Ja, viel zu tun. Ja, da würde ich sagen, nehmen wir noch den Lade. Wir sind ganz vorne. Alles klar. Wir sind beim Antrieb ganz vorne. So, Strapazierfähigkeit. Wir haben noch 1400 Punkte. 1200. Ups. Ja, guck mal noch gerade bei der Aerodynamik. Da müssen wir auch ein bisschen pushen. Ja, da machen wir mit dem Frontflügel machen wir einen großen Sprung nach vorne. Ja, den nehmen wir auch noch mit. Einen neuen Sponsor können wir uns noch nicht auswählen. Schade. Ja, die Rangliste nochmal. Wir sind auf Platz 5 mit 34 Punkten. Ja, Platz 6 in der Fahrerwertung. Kann man nicht meckern drüber. Nur Mercedes, Ferrari und ein Red Bull vor uns. Ja, doch. Aserbaidschan, DNF. Dann waren das die 6 Punkte, die wir geholt haben aus dem Sprintrennen. Ja, ein DNF. Kann passieren. Die Rivalität mit Ocon steht es jetzt zurzeit 4:5. So, dann gucken wir mal. Verträge. Wir haben noch 70 Tage Vertrag mit der Ruvalla. So, Marketing, Personal. Aber zu wenig Geld. Fitnesscenter. Die Bockendurch wird in mittlerem Maße verbessert. Okay. Ja, mal ein bisschen Geld hier investieren. So, Chassis ist immer noch. Da machen wir auch Ressourcenpunkte, reicht leider nicht. Ja, die Qualitätskontrolle, so wieder 332.000. Die Strapazierfähigkeit, was haben wir denn? Wir stehen kurz davor, wichtige Fortschritte zu machen. Ja,
Es sei denn, das ganze Team macht Überstunden. Ich schlage vor, dass wir Überstunden für die nächsten paar Wochen bewilligen, damit wir rechtzeitig fertig werden. Ja, da verlieren wir aber 20%. Gute Entscheidung. Danke. Ja, ich halte nichts von Überstunden. Ja. Dann gucken wir mal hier. Zwei die neuen Teile Themen. Wurden ohne Probleme fertig. Ah, wunderbar. Am nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Gut. Ja, dann gehen wir schon auf fast ins nächste Rennen. Wo fahren wir denn jetzt? In Miami. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.